Herzlich willkommen beim Versuch Nummer 2 vom Wochenrückblick Dickermann-Filme. Heute mit Raffi Razzi. Wah, und Dr. Med. Ja, Dr. Med. Dr. Med ist, wenn wir hier schon mal als Gast haben, von einer Mittelalterband, das wahnsinnig fette Beute hier und ein, ja doch, ein Stargast, wenn man schon so will, fast. Stargast ist da so eine Sache, wie ich schon mal im vorherigen Versuch andeutete. Ich bezeichne es immer noch als Z-Promi, aber manche behaupten, wir wären schon Y-Promis. Würde ich zu tentieren, ganz klar. Aber man merkt, dass wir dieses Gespräch eh schon mal geführt hatten gerade, aber es lag kurz daran, dass wir ein kleines Aufnahmeproblem hatten, was aber noch durch die Länge von diesem Outtake quasi nicht mal als Outtake zählt, weil das ist nichts, das ist ja. Es ist nicht mal vorhanden, von daher Outtake können wir nicht mal nehmen. Richtig. Richtig. Oh, wir waren uns einig. Hey! Ratzi, dann leg mal los, was bei dir diese Woche eigentlich alles los war. Ja, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, besser gesagt, Five Nights at Freddy's habt ihr mitgekriegt, wurde abgebrochen und zwar am Donnerstag aus einem ganz einfachen Grunde, weil das Spiel einfach nur langweilig wurde. Man hockt in diesem kleinen Raum, kann nur nach links und rechts gucken, kann auf diesen Kamerabildschirm da gucken, wo man sich einzelne Kameras angucken kann, wo man sehen kann, wie diese Viecher denn, diese Roboterviecher durch die Gegend wandern quasi und muss dann wirklich 5 Nächte lang überleben. Das ist vom Spielprinzip her etwas langweilig. Zwar ist der Erschreckmodus in den ersten 2 Nächten relativ hoch, also ich habe wirklich ein paar Mal Gänsehaut gekriegt. Aber auf Dauer für ein längeres Let's Play ist es leider nicht geeignet. Lebenssinn, wie es ist, ich mache keine Abschiedsfolge davon, das lohnt nicht, ganz ehrlich nicht. Also könnte ich noch so viel Grimassen schneiden, das bringt nichts. Kingdoms of Amalur, naja. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir einen Haufen Tuatha als Gegner haben. Das heißt, wir nähern uns wirklich so langsam, ich hoffe, dass das irgendwann mal so ist, diesen Endprozedere, unserem lieben Erzfeind, wenn man schon so fast will, dessen Namen ich gerade übrigens vergessen habe. Ist nicht so schlimm. Ach genau, Gutflow, Dankeschön. Haha, wenn man also nebenbei so liest. Den werden wir auch so ein bisschen demnächst, denke ich mal, in den nächsten 100 Folgen irgendwann mal treffen, denke ich mal. Auf weitere 100 Transformers. Folgen? Bitte was? Auf weitere 100 Folgen, Razzi. Ja, also quasi. Hebt das Glas! Bei den Transformers haben wir nicht so viele Folgen. Da sind wir gerade mal erstmal bei Folge 30. Und da geht es halt darum, dass wir in den letzten Folgen sehr viel mitgekriegt haben, dass uns einige Viecher, einige Bots ganz schön in die Bresche gesprungen sind. Ein Opfer wurde gebracht. Metroplex, der große Transformer, den wir quasi schon mehrfach durch einen Artillerieschlag und so weiter nutzen konnten, hat sich geopfert und dass die Arche starten konnte, dass unsere lieben Autobots abheben konnten Richtung Weltraumportal, was die Decepticons ja geöffnet hatten. Was da noch im Einzelnen passiert in den letzten Folge, werden wir sehen. Und was denn da als Ersatz übrigens für Five Nights at Freddy's kommt, das seht ihr auch schon, das ist am Freitagabend schon rausgekommen und zwar Alone in the Dark. Die erste Folge ist bei mir auch schon hochgeladen und wenn man noch auf privat ist noch, also, ne, also ihr wisst schon Bescheid, ab 20 Uhr gibt es in die Folge auch, aber ihr seht es ja schon nicht, weil wir auf dem Samstag sind. Hallo, schönen Samstagmorgen. Ansonsten, Drafi, dein Part bitte. Ja, Age of Mythology Folge 13. Ich bin ja nach ein bisschen längerer Pause jetzt auch mal wieder dazu gekommen, was aufzunehmen. Hallo Folge 14. Es müsste eigentlich jetzt auch schon zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr den Wochenrückblick dann seht, jetzt auch schon oben sein, beziehungsweise am Hochland sein. Zwei Kampagnen diesmal am Stück, weil die relativ kurz sind. Ja. Wir sind jetzt auf diesen komischen Zyklop namens Gyarinsis gestoßen, der gerne mal Reimen tut und wir verlassen langsam Griechenland. Ja, was dann noch diese Woche? Tomb Raider, Part 19 bei Altentia. Nach einer Fail-Folge, wenn mich das nicht, wenn ich mich nicht irre, geht es jetzt um den Hauptpreis. Das heißt Fail-Folge. Sie hat versucht, anstatt Folge 19 Folge 9 hochzuladen. Das mochte YouTube und auch so nicht so wirklich denn, weil sie selber ID vom Video ist und die ID, die im Video schon mal bekannt oder YouTube schon mal bekannt vorkam. Es war halt so ein bisschen dumm gelaufen, wenn man so will. Sozusagen der verschollene Zwillingsbruder kehrt zurück und alle flippen aus. So quasi, aber halt noch ein bisschen anders noch. Ja. Ja, Skarala in seinem Minecraft-Survival Folge 11 muss inzwischen sein Gemüse schützen. Ja, warum er noch keine richtige Viehzucht begonnen hat, war ich auch noch nicht so ganz. Also Gemüse ist so eine so Beilage, so gesalzen, so Gemüse? grundsätzlich.
Gemüse, schickt die Kühe da rein und schützt die, ja? Also Fleisch ist mein Gemüse, ja? Typisch Kerl. Na, Gemüse auf dem Grill ist immer nicht ganz so lecker wie verbranntes Steak oder so. Verbranntes Steak kannst du auch essen als verbrannte Gemüse. Cora ist in seiner Warcraft 3 Custom-Kampagne inzwischen bei Mission 8 und hat anscheinend eine neue Heldin dabei. Na, siehst du mal. Das hast du in der letzten Folge noch nicht gesagt, ich habe im letzten Versuch. diesmal habe ich das auch gelesen. Was ah, okay, dann hat er nachgeguckt, ja. Gut. Ja. Das war's in dieser Woche so an den Let's Plays, Dragon Age, mal gucken, wann ich meint, ich soweit bin. Das kann noch etwas dauern, je nachdem, wie die nächste Woche so wird. Dann kann man noch melden, dass unser Wolfi sich so lange aus der Versenkung wieder zurückmeldet langsam. Also er wird demnächst wieder richtig kräftig durchstarten. Er hat schon was angekündigt, so zumindest. Ja, sonst irgendwie noch was Wichtiges? Ich glaube nicht. Wir hatten höchstens nochmal, das war jetzt noch unseren Stargast. Ja, das Wort werde ich noch weiter dabei behalten. Noch eine Runde quasi ausquetschen können, weil wir schon so einen Stargast haben, da wird ein bisschen ausquetschen, so ein bisschen, ne? Also. Ja. Danke. Ja, diese Promi-Dasein, das hast du dir ausgesucht, nicht wir. Wie gesagt, einmal herzlich willkommen, dass du nochmal mitmacht mit diesem Spaß hier. Das ist ja nur nicht so alltäglich, dass wir jetzt hier mal so einen etwas bekannteren quasi hierbei haben. Das meistens ja unsere normalen Zuschauer, ne? Gar kein Problem. Gage kommt, ich weiß, ist schon klar. Ja, bitte bar auf die Kralle und keine Überweisung, ne? Also das darf keiner wissen. Danke, Razzi. Das gibt die nächste Pfanne. Flipper kommt. Ist ein Insider, aber egal. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ausquetschen. Ja, ich habe auch eine schöne Frage eigentlich gerade gehabt, aber dann sind wir schon wieder quasi dazwischen gefunkt. Weil ich will jetzt die Frage, die ich vorher schon gestellt hatte, will ich eigentlich gar nicht mehr so großartig stellen. Also du bist halt in der Band das Wahnsinnsfette Beute. Es ist halt eine... Wie kann man es am besten beschreiben, diese Band? Du meinst die Musikrichtung jetzt, ne? Ja, generell halt. Generell, also wir sind ein ziemlich bescheuerter Haufen, der Musikrichtung spielt, von Irish Folk über Mittelalter bis hin zu etwas leicht moderneren Sachen, eigene Sachen, traditionelle Sachen. Was uns gerade in den Sinn kommt, was wir spielen dürfen, das ist vor uns nicht sicher. Welche Instrumente habt ihr denn so, wenn man schon mal dabei ist? Instrumentierung von der Band gestaltet sich wie folgt. Wir haben so ziemlich ganz viele Sänger. Beziehungsweise wir haben eine männliche Hauptstimme, zwei weibliche Hauptstimmen und drei männliche Backgroundstimmen bei uns. Dazu gestaltet sich es wie folgt: eine Gitarre, zwei Flöten, eine Borin, eine sogenannte irische Rabentrommel ist das, zwei weitere Perkussionisten und einen Bass, an dem ich dann meistens stehe. Bis immer. Meistens bis immer. Das ist auch eine schöne Auswahl an Wortwahl, was er gesagt, ja. Warum nicht? Also, gesanglich seid ihr also quasi alle so ein bisschen vertreten bei euch in der Truppe. Ist doch schon mal interessant. Also, Gesangsausbildung oder so hast du nicht gemacht dafür, oder? Gesangsausbildung unter der Dusche vielleicht, aber sonst. Also, quasi auch so frei Schnauze gesungen, wenn man so will. Also, das Übliche, ja. Was du ja x-beliebig gemacht quasi. Ja. Naja, warum auch nicht? Also, ihr habt jetzt euer zweites Album draußen, wenn ich richtig weiß, ne? Richtig. Ich habe jetzt ich hab's ja hier liegen. Ich bin ja vorbereitet quasi. Ich habe ja damals sogar bei euch gewonnen beim Presseschreiben. Ja. Sogar noch mit original Brief, den ich dazu zugekriegt habe, aber den lese ich jetzt hier nicht vor. Was auf jeden Fall interessant ist, eure Musik ist ja nur jetzt eher wirklich diese Szenen begriffen, also dieses Mittelalter Folk und so weiter, ne? Andere Musikrichtungen würden auch für euch gar nicht passen, oder? Das kommt ganz darauf an, also so ein bisschen Rock oder sowas, das ist eigentlich schon mal, passt eigentlich auch ganz gut. Und wie gesagt, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist das ja vor uns auch nicht sicher, wie man beispielsweise am Lied Tod und der Spielmann von der 1CD gehört hat. Ist ja auch ein bisschen rockiger gehalten. Wir spielen zwar auf dem Mittelaltermärkten ein bisschen anders, aber naja. Das waren aber viele Bands, die ich mitgekriegt habe. Also ich weiß, dass es, je nachdem, wie das Programm sie gerade spielen, mal so sind, ne? Aber egal. Was kann man noch fragen? Grafi, hilf mir bitte. Welche Let's Plays hast du denn jetzt schon von uns soweit gesehen?
eure Let's Plays. Also, welche ich mir da ein wenig angeguckt hatte, das waren Age of Mythology. Ich muss leider sagen, mit dem kann ich mich nicht so ganz identifizieren. Strategie ist einfach nicht mein Ding. Wenn ich mal Strategie mache, dann ist das einfach, ich schicke alles los und verliere dabei. Das machen viele übrigens. Ja, und das ist mitunter mal ganz lustig, aber irgendwann wird es mir dann noch etwas langweilig. Dann hatte ich noch gesehen Brutal Legend. Was soll ich dazu sagen? Es ist ein super geiles Spiel. Ich habe es ja selbst auch gespielt und eignet sich leider nicht für ein Let's Play, wie viele auch wahrscheinlich gemerkt haben, weil es ist einfach sehr musiklastig und im deutschen Raum funkt einem einfach die GEMA da dazwischen. Lieben Gruß an die GEMA, ich hasse euch. Naja, man muss aber denken, es ist auch teilweise deine Brötchen GEMA mit oder nicht. Ihr seid auch mit der GEMA mitfahren kann, oder nicht? Nein, sind wir nicht. Da muss ich dir jetzt ganz gewaltig widersprechen. Wären wir bei der GEMA verankert, dann hätten wir ganz gewaltige Probleme mit der GEMA selber. Aus Gründen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Deswegen sind wir nach wie vor eine GEMA-freie Band. Okay, ich hab nichts gesagt. Verzeihung. Mein Fehler. Passiert, kann ja dir mal passieren. Und was ich dazu noch sagen wollte, Razi, ich fahr besser als du. Ja, okay, das war der Wochenrückblick. Tschüss, guten Nacht. Vergiss es. Nix da hier geblieben. Na gut. So, was ich mir noch angesehen hatte, war Dragon Age und da muss ich sagen, das hat mich eigentlich bis jetzt am meisten gepackt von euch, gerade auch, weil ich dieses Spiel gespielt habe, aber einen komplett anderen Stil anschlage und es ist einfach mal schön zu sehen, wie man das Spiel noch spielen kann, wie sich die ganzen Wege gestalten, wenn man aus seinem üblichen Muster mal rausfällt. Ja, muss ich ehrlich gesagt sagen, Zwerg ist für mich jetzt auch mal was ganz komplett anderes. Ich habe es bisher auch nur als männlicher Krieger geschafft, einmal durchzuzocken und ja, als Zwerg reagieren die Leute halt einmal etwas anders auf einen. Das hast du überall in vielen Spielen so, dass die Zwerge ein bisschen ja, teilweise auch verkannt sind, ehrlich gesagt. Muss ich auch mal wirklich mal so sagen. Also, es ist eine verkannte Klasse. Ja, die Leute in den Spielen sind alle so faschistisch gegenüber den Zwergen, ne? Größtenteils, ja. Also, das ist endlich irgendwo schade irgendwo, weil die Zwerge sind in sich ein bodenständiges Volk, muss ich mal so ganz mal nebenbei sagen. Ja, ich oute mich hier als wirklich als Zwergenfreund. Die Leute, die damals unser Rift-Abenteuer mitgekriegt haben, haben es gesehen. Ich habe auch einen Zwerg gespielt und das war auch voll in Ordnung so. Ja, ich hab fertig. Ja, wenn ich zu dem Zwerg nochmal was sagen dürfte, I am a dwarf and I'm digging. Ja, genau. Ich lasse mal weiter. Die Leute, die es kennen, die werden es verstehen. Man muss dazu sagen, der dieses Video gemacht hat davon, ne, dieses Lied gemacht hat, der ist ebenfalls ein World of Warcraft-Spieler, ne? Also, ja. Das wusste ich noch gar nicht. Doch, er ist ein World of Warcraft-Spieler. Er spielt nicht World of Warcraft, er spielt auch andere Spieler noch. Also, er ist selbst ein Spieler. So viel weiß ich auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall hierbei bestätigen. Ja. Nein! Doch! Oh! So, ansonsten war es das eigentlich mit den Let's Plays für jetzt, weil ich habe ja selber auch nicht ganz so viel Zeit, bin ja am Arbeiten, habe mit der Band viel zu tun, aber ich gucke mir hin und wieder mal gerne was von euch an und ja. Ne? Das hören wir so schon mal ganz gerne. Was würdet ihr noch so wünschen, was für uns kommen könnte noch? Was wünschen? Ah, da gibt es so viele gute Spiele. Da könnte man sich da... Wisst ihr was? Ich überlasse euch das einfach mal. Spielt, was ihr wollt. Ich will euch dazu nichts zwingen, euch zu nichts bringen. Euch muss es Spaß machen, nicht uns. Ihr macht das für euch vor allem, schätze ich mal, nicht für die Leute, die zugucken. Deswegen, genau wie ich es im Prinzip mit der Musik für mich mache. Lassen wir es dabei? Es macht halt Spaß, ne? Und darum so soll es auch kommen. Deswegen, nochmal eine kleine Info, wo wir gerade schon mal hierbei sind, beim Let's Play selbst. Guck mal auf unsere Facebook-Seite. Da gibt es seit Freitag, Mittag schon fast quasi eine Frage. Was sind euch lieber, Müllautos oder Feuerwehrautos? Beantwortet mal bloß diese Frage. Also nicht fragen, warum, sondern einfach nur Frage beantworten, was euch lieber ist. Entweder Feuerwehrautos oder Müllautos. Müllautos, die Feuer löschen können. Nein, das funktioniert immer noch nicht. Leider ist leider so, dass es noch kein Entwickler geschafft hat, diese beiden Berufe zu kombinieren. Ja. Verdammt, und ich habe es vorhin schon mal versucht. Ja, es klappt immer noch nicht. Warum werdet ihr auf jeden Fall Montag sehen, was denn dabei rauskommt? Ihr könnt noch bis Sonntagmittag quasi diesen Part beantworten. Und einfach mal tun und dann abwarten, was kommt. So viel sage ich schon mal. Oh, und was mir gerade noch einfällt. Drafi, du hast da doch letztens was gepostet, oder? So bezüglich, da war doch so ein Geburtstag. Sie sagt gerade schon mal, dass sie gerade am Handy hängt. Das ist ja wunderbar eine Aufnahme, dass man hier gerade mitten im Handy ist. Denn. Weißt du, ja. Was denn jetzt? Soll ich es dann einfach mal erzählen? Erzähl. Es gibt so ein schönes Kultspiel, das sich dann in Final Fantasy VII. Und dieses Spiel wurde letztens ganze 17 Jahre alt.
Das ist doch mal eine Ehrung wert, höchster Grades. Also, ne? Es ist wirklich ein Kultspiel, das bis heute bekannt ist, das zu Höchstpreisen gehandelt wird, wenn man dann die richtige Version nur erwischt. Und was soll man dazu sagen? Es ist einfach ein geiles Spiel. Ich könnte jedem empfehlen, das zu spielen. Und ja. Ja. So, oh, die Drafi ist wieder da. Genau, ich bin wieder da. Hatte kurz eben Telefon. Bei mir wird es das auf jeden Fall als Let's Play geben. Und ich habe mir auch definitiv schon überlegt, es wird ein Special zum Thema Chocobo-Zucht geben, wo es dann auch wirklich wieder drum geht, Nerven, was einem richtig Nerven rauben kann. Wann es kommt, werdet ihr ja dann früh genug sehen. Wir sind gespannt und warten der Dinge, die da kommen werden. Richtig. Was ihr damit gekriegt haben könntet, liebe Freundin, das heißt, wir sind jetzt nur vielleicht auch in unserer Gruppe, ich habe es ein bisschen vorgestellt und ich habe so ein bisschen Promotion betrieben. Ein kleiner Gruß an die Facebook-Gruppe Independent Let's Player Germany. Ist ein ganz verfolgter Haufen, aber ich will jetzt keine großartige Werbung machen dafür. Also es muss mal ein kleiner Gruß an die in diese Richtung nochmal. Ja, ich habe fertig. Ja, ich bin soweit dann auch fertig. Und wenn unser lieber Gast erstmal keine Fragen oder Anmerkungen Stargast, hat... Stargast, bitte. Ja, Stargast. Dann Stargast. Sterngast, ja, ja, ja. Also ein, zwei Frägelchen hätte ich da schon noch vielleicht. Ja, da wäre halt diese eine Standardfrage, die ich fast jedem stelle. Aber es freut mich immer wieder, solche Geschichten zu hören. Wie seid ihr Let's Player geworden? Ich habe Anfänge von DMF quasi schon mitgewirkt mit Homepage. Welches Forum nehme ich dafür am besten? Habe ich halt ein bisschen rumgeguckt, habe Razzi halt grafischmäßig Tipps gegeben und so weiter und so weiter. Da war ich noch Webmaster noch, ja. Richtig, da warst du noch Webmaster. Habe ich ihm da ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und dann halt ein bisschen gewartet und als sich bei mir dann halt so das Zeitfenster ein bisschen erweitert hatte, habe ich dann halt Razzi einfach mal angeschrieben, sag mal, wie sieht's aus, ich mach mal bei euch mit. Und ja, dann habe ich halt mit Dragon Age angefangen, Probefolge, 3/4 Stunde ist sie leider geworden. Etwas langwierig, aber naja, seitdem bin ich halt dabei. Ja, bei mir sieht es so aus, dass ich damals angefangen hatte, eigentlich nur, weil ich mir andere Let's Plays angeguckt hatte. Ich bin damals durch eine Freundin eigentlich drauf aufmerksam geworden, die meinte so von wegen, guck dir das mal an, das ist bestimmt lustig. Und ich gucke mir das an und denke mir von wegen, was der kann, kann ich auch. Naja, es hat keine 3 Tage gedauert und schon war ich dann mit Aufnahmeprogrammen, wenn du schon vorher ausgestattet war, da ich damals schon Raid-Videos von WoW aufgenommen hatte, von meiner damaligen Gilde, die gibt es immer noch. Mein kleiner Gruß an das Dream-Team vom Server Gilneas. Und hatte mich dann da ja quasi schon mit einigen Videos ja bekannt gemacht, wenn man so will. Also es gibt ein Video von mir noch online, auf meinem Privataccount sogar, was mittlerweile 11.000 Klicks hat. nein, das poste ich jetzt nicht. Und so kam dann irgendwann die eins zum anderen, dass ich dann echt angefangen habe, die ersten Folgen von Harveys Neue Augen hochzuladen. Und Cora dann meinte von wegen, hast du nicht Bock, mit mir das zusammenzumachen? So quasi ein Programm aus zwei Leuten quasi. Es hat nicht lange gedauert, ich habe ja gesagt, und so haben wir DMF gegründet gehabt. Und im Endeffekt lag es so aus, dass wir dann irgendwann gesagt hatten, von wegen, wir können das Team ruhig erweitern. Und so wurde es immer mehr. Mittlerweile sind wir ein gutes Team eigentlich geworden. Ja, das freut mich ja zu hören. Wie ich ja schon sagte, euch scheint es ja wirklich Spaß zu machen und ihr fühlt euch da auch nicht zu nichts gezwungen. Das merkt man einfach. Ihr, das fühlt sich bei euch, wie soll ich sagen, einfach so natürlich an, wenn ihr das so erzählt. Naja, sagen wir mal so, es bringt nichts, wenn du irgendwas da dir einen vorgeschriebenen Text irgendwo quasi vorher zurechtbastest, was du erzählen willst. Es macht das, diese Spontane, was irgendwo kommt meistens, das ist viel lustiger und viel authentischer, als dass du was irgendwie nur runterstotterst oder so. Das erzählst du gerade dem Richtigen. Naja, ich sag mal, wie es ist. Also, als Musiker hast du zwar einen Text, den du quasi lernst, das ist richtig, aber bei uns hast du halt den Vorteil, dass du ja irgendwo unterhalten willst mit deiner Moderation von dem Spiel. Ne? Und wenn du jetzt da irgendwo nur auf dein vorgeschriebenes Skript irgendwo achtest dafür, hast du damit ein Problem, weil es wirkt dann irgendwann nicht mehr, weil es dann total monoton und langweilig wird. Und wir sind nicht langweilig, wir sind halt was anderes irgendwo, wenn man so will. Spontan. Ja, nein, ihr seid nicht langweilig, auf jeden Fall. Das ist, man merkt's einfach.
das nehmen wir als Kompliment gerne so hin und bedanken uns nochmal ganz herzlich dafür. Also auf jeden Fall. Also. Oh, gar kein Problem. Das geht runter wie Öl, so ein bisschen, ne? Also, wenn man so ein bisschen Feedback auch noch kriegt, das ist dann immer noch schön, ganz ehrlich gesagt, ne? Ja, ja, Rechnung kommt nachher, ne? Bitte Barbezahlung, das darf keiner wissen. Drafi. Razzi, das gebe ich mal, gib das an Cora weiter, der ist hier Chef. Also, von daher. Naja, Cora, ne? Also, du siehst es ja sowieso, du guckst dir unsere Klauch an, ne? Also, Kontodaten von unserem lieben Stargast hier geben wir nachher weiter. Ich sagte eben Barbezahlung. Nur Bares ist Bares, läuft bei uns leider nicht. Wir kriegen auch kein Gehalt. So, liebe Freunde, ich würde mal sagen, wir sind durch, oder? Ja, würde ich sagen. Stargast? Ich habe da keine Einwände dagegen. Also, wenn ihr das beenden wollt, dann tut's es einfach. Er hat noch irgendwas, was er noch auf dem Herzen hat noch. Also, bis auf ein paar Fettflecken, vielleicht habe ich nichts auf dem Herzen. Also. Ja. Bekommen wir Digga-Mann für mein Jahr. Ja, Das heißt ja. Ah, verdammt. Es heißt ja nicht, du der Typ Clips, ne? So, Trafi, du bist dran. Okay, dann sag ich dann erstmal Tschüss und nochmal vielen Dank an unseren lieben Zuschauer. Stargast. Stargast. Razzi, es reicht langsam. Und dann sag ich, wir hören uns dann in der nächsten Age of Mythology Folge, beziehungsweise wenn ich denn mal wieder dazu komme, Dragon Age. Und ja, sag bis dahin Tschüss. Der Razzi sagt ebenfalls Tschüss und wir sehen uns wieder. Der Stargast hat das letzte Wort. Der Stargast hat das letzte Wort. Ja, der läuft jetzt ganz schnell zum Abort. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Nacht noch. Oder guten Tag oder guten Morgen oder... Ach, ihr wisst, was ich meine. Macht's gut. Tschüss.